Hallo, liebe Aufrufer, liebe Abonnenten, Lichtgeschwindigkeit hier bei YouTube, mein tägliches Echtzeitvideo am Samstag, den 14. Juli 2012, und das ist der 70. Geburtstag von The Birds, Roger McGuinn. Der Sänger von Mr. Tambourine Man, der mit seiner 12-seitigen George Harrison-Gitarre Rickenbacker dazu die Schrammelakkorde spielt, Roger McGuinn. The Birds sind eigentlich 1965 die erste amerikanische Band gewesen, die als, wenn man so will, Vokalensemble mit Folk-Kombo-Musik etwas ausstrahlungsmäßig Vergleichbares mit den Beatles gebracht haben. The Birds mit Y geschrieben, Roger McGuinn. Und die haben vor allen Dingen auch Bob Dylan Stücke gecovert, wie dieses Mr. Tambourine Man. Oder zum Beispiel dieses wunderschöne Lied von Pete Seeger, The Birds, Roger McGuinn, der heute 70 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich möchte auch noch eine Anmerkung als Genosse machen. Die Birds hatten, als sie hochkamen, diese Ausstrahlung, wie diese gigantischen, wie soll ich sagen, Proletenkinder Musik alle hatten und die bis heute Spuren hinterlassen haben, sind dann die, die auch mit einem eigenen Geist sozusagen Künstler wurden, während andere, wie zum Beispiel The Birds, eigentlich doch intellektuell dazu nichts oder wenig beizutragen hatten. Beispielsweise spielte dann auch der von mir sehr geschätzte David Crosby bei den Birds, der dann aber später andere Wege ging. Also hier jedenfalls von den Birds. Congratulations und Lichtgeschwindigkeit.